letzten Monate doch kann man da nicht beschweren. Wir sind ja noch nicht lange dabei, aber bisher sind wir zufrieden. Bei 10 Milliarden Euro lag 2014 der operative Gewinn, ein Plus von 27%. Und Daimler-Chef Zetsche will mehr dieses Jahr auch den Absatz und Umsatz steigern mit Blick auf die Schwellenländer. Wir haben in China im vergangenen Jahr ein Viertel mehr Neuwagen ausgemacht. Dieses Jahr soll noch besser werden, mit deutlich mehr als 300.000 verkauften Autos. Natürlich ist das Reich der Mitte kein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber es bietet enorme Chancen.